Hey ho, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles. Und wir sind ja hier gerade beim letzten Mal beim Bein des Bayones angekommen, wo hier überall nur weite Prärie zu sehen ist, wie es aussieht. Ja, und ja, genau, das ist die Garua-Ebene, wie das heißt. Und hier sind erstmal überall so viele Adon. Und what the fuck? Was ist jetzt los? Items für zukünftige Missionen sammeln. Okay, wenn du eine Schatztruhe öffnest oder ein Sammelitem findest, informiert dich bisweilen eine Vision darüber, dass du das Item für eine zukünftige Mission benötigen wirst. Items, die in zukünftige Missionen gebraucht werden, sollen nicht verkauft werden. Ein Ausrufezeichen markiert das Item für zukünftige Missionen. Ah, okay. Das wäre der dritte Mottenkriecher. Als Kinder haben Ryan und ich oft mit denen gespielt. Interessant. Das Moderator hilft uns also auch dabei, irgendwelche Quests zu erfüllen. Das Teil ist echt praktisch, muss ich sagen. So, und endlich ist es wieder schön hellig der Tag. Find ich toll. So, dann sehen wir uns erstmal schnell da mal diese Stelle an. Lagerfeuer, hä? Ich weiß nicht, ich glaube, das könnte was anderes sein. Das sieht nämlich ja so ein bisschen nach einem Art Wrack aus. Oh ja, ich habe irgendwie schon die Befürchtung, aus der nächsten Nähe betrachtet, könnte das ein Neckhorn sein. Someone's left a buggy out here. That's strange. Who would just abandon a buggy in this place? And it's pretty new. Is it brand new? Not brand new, but it's in very good condition. You wouldn't just abandon it. So, what did happen to the driver? There's a boy! He's being attacked by monsters! You saw it happening? Where? I don't know, but it was near some water. Near water? But what made you have a vision all of a sudden? Maybe it was triggered by touching the buggy. Well, we'd better find him. Let's search everywhere around here where there's water. Okay. Okay, und dann sollten wir uns auch auf jeden Fall beeilen. Denn es ist ja schließlich keine Garantie dafür, dass diese Vision lange auf sich warten lässt. Dass diese sich dann bewahrheitet. Deswegen lieber schnell hin. Denn meistens trifft diese vorhergesehene Zukunft ja meistens schon unmittelbar danach ein. Also, schön Tempo. Okay, hier ist eigentlich eine Stelle mit Wasser. Das könnte sogar auch tatsächlich dieser Ort sein. Irgendwo in der Nähe von Wasser und Wasserfall. Also ich habe ja auch einen Wasserfall in dieser Vision gesehen. Also könnte das hier die Stelle sein? Also ein Junge, der wahrscheinlich ja von wilden und ziemlich großen Adons verfolgt wird, wie diese da. Shulk, over there! Ah! Ah! You all right, kid? Who are you? That can wait. Go! Get out of here! Leave these guys to us! Oh, okay. Let's do this. Ready when you are. Na klar, ich bin doch immer bereit. Berserker Adon. Und so wie es aussieht, bin ich ja gerade hier so ein bisschen im Level etwas im Nachteil. So, okay. Physische Techniken aufwärts. We can definitely do this. This isn't going well. This is the Monado's power. Au! Mann, dieses verdammte Mistding! Oh, shit! Mann, das ist gemein! Und natürlich geht es mal wieder ganz schön weit weg zurück. Boah, Mann, das ist ätzend. Nee, also echt mal, der... Gegen den einen konnte ich ja noch einigermaßen was ausrichten. Wir haben ihn schon auf die Hälfte runtergekloppt, aber der andere, der musste mich ja unbedingt immer noch hier nerven.
Obwohl ich eigentlich schon bereits das Schattenauge benutzt habe und Ryan eigentlich ja Hammerschlag verwendet, um die Wut auf sich zu lenken, aber nö. Dieses andere Mistvieh greift mich immer noch an. Das ist echt unfair, also echt. Da muss ich echt schon mal sagen, das ist ein bisschen behämmert. Ich glaube, ich sollte mir eigentlich ja nach Ende dieses Parts eigentlich ja mal die Zeit nehmen, wirklich mal hier zu leveln. Damit ich einfach mal ein bisschen mehr Power habe. Also ich denke mal, mindestens Level 15 sollte ich für dieses Gebiet hier schon rausbringen. So, neuer Reisepunkt. Sehr nice. Gott, Werte, wie weit weg war ich denn von hier aus bloß? Das ist echt einfach nur zum Kotzen, ehrlich gesagt. Na gut, aber jetzt eigentlich sich hier zum Aufregen, ist noch ein bisschen zu früh und... Holy fuck, was ist das denn für ein Riesending? Gebiets Barbarossa und Stufe 81. Ist klar. Boah, okay, solche Riesendinger gibt's hier also auch schon. Muss ich echt schon mal sagen. Das ist abgefahren. So, und jetzt holen wir uns erstmal die Adon. Naja, eigentlich hätten wir eigentlich sogar selber abhauen sollen, aber naja, gut, was soll's. So, vielleicht schaffe ich es ja irgendwie, die beiden nacheinander irgendwie anzulocken. Oh Mann, das Ding haut mich weg hier wie Sau. Ich glaube, ich... Ey, das gibt's doch nicht. Nee, das ist echt gemein. Dieses Vieh haut mich einfach weg wie Sau. Ey, das ist doch echt nicht zu glauben. Na gut, wenigstens bin ich dieses Mal etwas näher dran, aber trotzdem... Hä, was ist denn los? Warum funktioniert jetzt eben gerade mein Angriff nicht ganz? Ich meine, im Ernst, das ist einfach scheiße. Ich meine, ich versuche den einen da fertig zu machen. Ups, das war zu früh. Ja, Mann, das ist jetzt natürlich wirklich ätzend. Okay, das ist ein Armer. Ja, muss irgendwie ja lernen, die zu unterscheiden. Also die Adon sind die mit den Hörnern. Und wahrscheinlich auch eigentlich ein Männchen, wenn man da so drüber nachdenken kann. Also es sind wahrscheinlich dieselbe Rasse, aber ich denke mal, Adon werden die Männchen genannt und die Armer eben Weibchen, könnte sein. Wieso mache ich mir jetzt wegen so einen scheiß Gedanken? Ich will diese verdammten Adern hier vorne fertig machen. Und zwar jetzt mal richtig, also mal im Ernst. Ich verstehe eigentlich nicht, wieso ich jetzt ständig diese verdammte Wut auf mich ziehen muss. Ich meine, dieser eine davon ist echt ätzend. Und das Schlimmste ist... So, Berserker-Adern. Sind eigentlich beide das gleiche Level. There's no end to them. So, jetzt habe ich den zweiten schon wieder an der Backe.
Let's focus our efforts. Let's focus our efforts. Split edge. So, jetzt habe ich endlich, jetzt hat Ryan endlich die Akku. So, und Schild. So, okay, was kommt jetzt? Armer Pflug für Ryan. So, haut erstmal zwei starke Angriffe rein. Okay. Pull yourself together. Yeah, that'll sort it nicely. See that, eh? We can definitely... Oh, no! Make it. Nothing's gonna stop me! We haven't lost yet. All right, bomb. Nee, Alter, das geht gar nicht. Ey, das gibt's doch nicht. Nee. Das bringt nichts. Das bringt einfach nichts. Dieses Vieh ist einfach viel zu stark. Ich kann nicht beide gleichzeitig besiegen. Wenn es nur einer wäre, das wäre ja noch was anderes. Aber ich kann nicht beide machen. Ah, Mann. Okay, wie regel ich das jetzt am besten? Ich brauche Training. Ich muss erstmal unbedingt hier leveln. Es geht nicht anders. Ich muss mindestens erstmal zwei Stufen aufsteigen. Minardo, lend us your power! How's this? Rage! Hammer! Eat this! Boom. Backslash! Powering up! We win! Who else wants some? Weil das bringt einfach so nichts. Ich schau mal kurz mal, wie das Questlog aussieht. Ich könnte eigentlich ja zumindest eigentlich auch mal zur Not hier mal schauen wegen der Sachen. Verdammt, falscher Knopf. Ich komme da immer so ein bisschen durcheinander. So, erstmal noch in Bearbeitung. Der verlorene Anhänger. Erstattet den Truppensoldaten beim Zylinderspeicher von Kolonie 9 Bericht. Ich glaube, da gehe ich eigentlich auch mal kurz hin. So, Gebietsliste und Schnellreise. So, Kolonie 9. So, Äther-Laterne, Zentralplatz, Ruhungsplatz, Ausrüstungsraum, Tefra-Höhle, Zylinderspeicher. Da muss ich hin. Bringe ich erstmal lieber mal die ganzen Sachen hier erstmal weg. So, das Gespräch kann ich immer noch nicht machen. So, hier bitte, hast du deinen Teil? Ja, das ist ja der Anringer, den ich verloren habe. Wie kann ich euch jemals danken? Ihr seid die Besten. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Ich muss euch zum Dank unbedingt etwas schenken. Hier. So, kriegen wir Quarzschmuck. Also, wenigstens hat uns das erstmal wenigstens das gebracht. Und Schulk hat einen neuen Skill erlernt. Sehr gut. Gucken wir uns den mal kurz an. So, was haben wir hier? Den Lufthieb. Lässt Feinde schwanken. Nee, das ist ein Nit. Klingenstrom. Großer Schwung mit der Waffe, der alle Feinde vor Schuld trifft. So, Rückschlag. Schattenauge. Senkt Wut und steigert den Schaden physischer Techniken. Jo, nett. Bringt mir aber noch nicht viel. Montane Talentpunkte. Ja, ich würde mal sagen, ja, einfach mal Rückschlag erstmal verbessern. Damit er noch ein bisschen mächtiger wird. Und Lufthieb ist eigentlich auch nicht schlecht. Hat eigentlich auch einen guten Skill. Also gute Angriffskraft. So, nehme ich das einfach erstmal mit. Schattenauge kann ich leider nicht machen. So, was haben wir für Ryan? Okay, mehrere Treffer innerhalb. Nee, Drehschlag, der einen Feinde in Reichweite angreift. Kontakt. Okay, die Feuer. Und damit sie Ryan angreifen, solltest du öfter mal einsetzen, Mann. Ernst. So, also wie es aussieht, kann man da eigentlich immer noch eine Menge machen. Sag mal, wie viele Fähigkeiten hat Ryan überhaupt drauf?
Hier unten hat er ja auch noch Knochenhaken. Versetzt den Gegner einen gewaltigen Schlag. So, und der ist eigentlich neu, würde ich sagen, ne? Der Klingenstrom. Könnte man tatsächlich eigentlich auch verbessern. So, gut, dann bin ich erstmal hier weg. Oder mal gucken, was habe ich noch eigentlich an Handlungsmissionen. Ich brauche unbedingt erstmal was zum Leveln. So, Geheimnis der Gesundheit. Ja, okay. Strandkrabbel in der Region von Kolonie 9. Kolonie 9. So, Tefra-Höhle-Sammelmission. Und Bein des Bajones. Ich glaube, die mache ich eigentlich als erstes. Dass ich mich eigentlich erstmal auf den Beinen von Bajones, dass ich mich erstmal eigentlich um diese Sachen kümmere. Weil ich merke eigentlich ja schon, so langsam wird es ein bisschen kritisch. Deswegen. Deswegen werde ich mich einfach mal darum kümmern. So, okay, was waren die Missionen? Also erstmal Haarsitz und Beinadern, das wollte ich ja erstmal auf die Liste setzen, ne? So, was kann ich hier? Achso, das sind meine Trophäen. Das ist die Trophy List. So. So, Bein von Bajones. Besiege 2 Beinadons. 3 Schöpferhaarsitz. 3 Feldponios. 5 Feldponios und 3 Beinwolfen. Okay, das ist also meine Liste. Also das heißt, Truthahn muss ich also nicht hier machen. So, feine Schmetter brauche ich auch nicht. Ja, sehen wir uns einfach erstmal nochmal ein bisschen hier auf diesem Gebiet um. Okay, da hinten ist noch der Buggy. Ob der Junge wieder zurück ist? Wer weiß. Okay, das ist Bein Arma. Wo ist der Adon? Da hinten ist ein Adon. Und da vorne auch noch einer. So, komm mal kurz her. Wenn ich mich schon mit dir anlegen will. Ah, ey, sag mal! Was bist du weg? Ah, okay, falsches Ziel angelockt. Das war jetzt natürlich doof. We can definitely do this! Aid it! I'm powering up! Keep under pressure! Now it's right time. Hammer, beat. Aber lässt du mich mal bitte in Ruhe? We're the best. Good thing I'm here. No? Anyone? Okay, Lederhandschuhe. Wieso eigentlich nicht? Everyone, let's go. This one's mine. Boom. Hammer. We can definitely do this. I'm powering up. Shadow Eye! Come on! This is the Monado's power! How's this? Hey, warte mal, wieso nehme ich eigentlich noch Schaden? Hä? Moment, was? Hä? Wieso habe ich Schaden genommen? Oder darf ich die nicht vom Rücken angreifen? Das ist gemein. Komm schon. So, okay, nochmal eine Chance kriegen wir. So, der Beinadon ist ja zum Glück nicht weit weg gewesen. This one's mine. Boom. All right. I'm feeling it. Shadow Eye. I'm powering up. Eat this. Hammer. We can definitely do this. Now it's right time. So, irgendwie ist es schwierig, eigentlich die Aggro von dem Typen loszukriegen, oder? So, geschafft. So, den ersten hätten wir. So, erstmal ein bisschen riechendes Leder. Naja. Ob es jetzt nun gut oder schlecht riecht, kann ich aber jetzt nicht sagen. So.
Gut. Ja, okay. Dieser Adon, den lasse ich am besten lieber mal in Ruhe. Gucken wir erstmal nach, ob wir noch irgendwo einen anderen finden. Klar, könnte ja eigentlich ja schon sein. Obwohl, warte mal, ich versuche es einfach mal. There's no end to them. Oh, nee. Okay, ich renn lieber weg. Ich renn weg, 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 ich renn weg. Ah, das ist doof. Ah, Mann. Das ist doof. Wenn der da jetzt eigentlich ja mit den anderen da zusammen ist, das ist nicht gut. Was mache ich da jetzt eigentlich? Ich könnte natürlich erstmal noch ein bisschen Zeug sammeln. So ein Klippenleuchtkäfer. Hm, nett. Ja, auf jeden Fall muss ich mir echt nochmal was überlegen, wie ich eigentlich diese beiden Berserker-Adern fertig bekomme. Also, leveln ist ja natürlich jetzt erstmal keine schlechte Idee. Right! Let's do this! Let me at him! So. So, erstmal physische Abwehr runter. So, okay, Ryan, jetzt leg los. So, und komm schon, stirb. Yes. So, geschafft. Ich gebe mir jetzt auch erstmal noch extra EP. So, und Förster Top erhalten. Nice. Okay, gut, dann suchen wir uns jetzt mal ein paar neue Viecher. Ich muss ja noch ein paar Hasits erledigen. Obwohl, ich glaube, ich habe ja welche irgendwo. Eigentlich ja am Eingang von diesem Ort hier gesehen. Das gehört ja eigentlich sicherlich, soweit ich weiß, ja auch noch zum Bionis Wein. Ist aber eigentlich auch schon mal so ein bisschen nett, hier eigentlich erstmal sich hier die Gegend anzugucken, weil hier sieht es richtig hübsch aus. Was ist eigentlich da hinten los? Okay, Saftbrokkoli. Hm, klingt ja interessant und vor allem sehr lecker. So, hier sind Hasits. Und haufenweise Mekkon-Schrott. So, das sind Schlägerhasits. Warte mal, welche sollte ich eigentlich überhaupt erledigen? So, Bein von Bionis. Besiege drei Schöpferhasits. Okay, Schöpferhasits brauche ich. Genau die sind das. Everyone, let's go! Let me at him. Right, alright, I'm feeling it. Okay, super Treffer. Whoa, we can definitely do this. Powering up. Take this. You're a lifesaver. Now it's right. Okay. Just run it on. Yeah, I'm turning up the heat. You're really getting into this, Ryan. I'm really feeling it. Yeah, sure. Get. Hey, läuft auf jeden Fall. So, und zack. It's over. Good thing I'm here. No? Anyone? Gut, das waren schon mal zwei. Jetzt brauche ich noch einen. Okay, das ist aber nicht einer von euch. Komm schon, lasst mich in Frieden. So, ich hoffe mal, die rennen uns nicht zu weit hinterher. Okay, lassen wir uns in Ruhe. Okay, aber es waren hier wirklich nur zwei Schöpferhasits oder was? Hm. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ungünstig. Hier bin ich auf jeden Fall ein bisschen falsch. Okay, das sind nur Handwerker und Schläger.
Mit denen will ich mich aber jetzt nicht anlegen. Ich könnte natürlich auch warten, bis jetzt wieder ein paar von denen respawnen. Oder ich mache einfach Schnellreise. Das hat ja auch bei Xenoblade 2 ja gut funktioniert. Also ich denke mal, das hier ist sogar dasselbe Prinzip. Einfach über Schnellreise einfach mal hier alles respawnen lassen. Okay, das ist ein Igler. Den will ich aber nicht. Erstaunlicherweise habe ich ja bisher noch keine Wolfen gefunden. Hier sind bloß Igler. Mit denen brauche ich mich also jetzt nicht zu befassen. Vorsicht. Aua, das tat weh. Okay, das überleben wir schon noch. Okay, taucht da erstmal momentan nicht auf. Tja, da kann ich erstmal nicht viel machen. Naja gut, was soll's. Ich würde mal sowieso sagen, dass ich jetzt erstmal hier an dieser Stelle einfach mal den Part beenden werde und mich dann offscreen weiter mit diesen Sammelmissionen hier befassen werde. Und dann sind wir hoffentlich dann zu Beginn des nächsten Parts auch stark genug, um es mit diesen beiden Berserker-Addons aufzunehmen. Also dann vielen Dank wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal von Let's Play Xenoblade Chronicles. Tschüss!